So, hier haben wir heute die beiden Torschützen vom CFR. Zuerst mal wahrscheinlich der emotionalere, der Kapitän. Sebastian, in der allerletzten Minute fast oder Sekunde das Siegtor geschossen. Sag mal, was geht denn dir vor? Ja, im Moment bin ich einfach nur erleichtert, dass wir das Spiel gewonnen haben, weil das war eine verdammt schwere Geburt. Und wir gehen unglücklich 1-0 in Rückstand. Und wir haben heute dran geglaubt und ich bin einfach unglaublich stolz auf die Mannschaft, dass wir es heute mal umgedreht haben. Sind dieses Quäntchen, das uns in den letzten Wochen gefehlt hat, beziehungsweise am Anfang der Saison, als wir diese Niederlagenphase hatten, das haben wir heute gehabt, das Quäntchen Glück, und deswegen haben wir es, denke ich, auch verdient gewonnen. Wie hast du das Siegtor geschossen? Ich kam Eckball, ich nehme den Ball an, schieße einfach drauf und war natürlich ein brutaler Flatterschuss, von daher schwer zu halten für den Torwart. Und wie waren dann die Gefühle? Ja, war Weltklasse, war absolute Weltklasse. Ich bin, glaube ich, einfach nur irgendwo zur Mittellinie gerannt, weil ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Emotionen. Und von daher, ja, bin ich überglücklich. Du hast auch ein sehr schönes Tor gemacht. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Ja, also der Ball fällt in 16er. Ich stehe frei vor dem Tor. Also wenn ich den nicht mache, dann weiß ich auch nicht, mit meinem schwächeren Linken, mit dem ich natürlich öfters treffe, oder sogar öfters treffe. Und ja, war überglücklich, dass ich auch mal ein Tor geschossen habe. Passiert ja nicht so oft. Und ja, ich bin einfach nur froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Dass gerade wir zwei Karlsruher, kommen wir beide aus Karlsruhe, noch getroffen haben, ist natürlich noch schöner. Das Karlsruher Tech-Team hat getroffen. Schwere Geburt, hast du gesagt. Was meinst du genau damit? Ja, ich denke mal, So wie das Spiel schon angefangen hat, wir machen da einen Schnitzer hinten und dann fällt es 1-0 gegen einen tiefspielenden Gegner. Das sah in der ersten Halbzeit, ja, sah es lang so aus, als ob wir gar kein Tor machen. Dann machen wir Gott sei Dank, beziehungsweise Marco macht das Ding überragend rein. Und dann kriegen wir eine rote Karte, also es lief im Prinzip alles gegen uns. Und ich denke, heute war es der Wille und der Ehrgeiz, der uns den Sieg geschenkt hat. Und das war wirklich verdammt schwer und sah eigentlich nach einem Unentschieden aus, lange Zeit. War es für dich ähnlich schwer, Marco? Ja, natürlich. Also, ich wurde auch ausgewechselt und dachte, okay, heute gibt es auf jeden Fall einen Unentschieden. Und das zeigt aber auch die Arbeit der letzten Wochen, dass wir dann immer noch dranbleiben, an uns glauben und wirklich bis zur letzten Sekunde auch Fußball spielen. Und da hat man das gesehen. Das war ein unglaublicher Wille, den auch hinter den Schuss gebracht hat. Und das merkt man einfach, dass wir am Anfang der Saison hätten wir das Spiel auf jeden Fall unentschieden gespielt. Und mit dieser harten Arbeit belohnt man sich natürlich auch dafür. Dass hier zum Schluss zu 10 auf dem Platz war, hat euch sicherlich auch nicht geholfen. Nee, natürlich nicht. Also, ja, es war eine unglückliche Szene, klar, der Fixl ist letzter Mann, aber ja, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kann man da auch gelb geben. Also, Schiedsrichter hat in der ersten Halbzeit auch ein paar Situationen, wo er dem Gegner kein einziges Mal eine gelbe Karte gibt. Bei uns zückt er natürlich gleich rot und zweimal gelb. Von daher, nein, hat es uns natürlich nicht geholfen, aber ja, daran konnte man nichts ändern. Wir mussten einfach weitermachen, das haben wir getan und wir haben das Spiel heute verdient gewonnen, auf jeden Fall. Marco hat es ja gesagt, dass sich ein paar Dinge geändert haben, weil das Spiel vielleicht zu Beginn der Saison anders ausgegangen wäre. Was genau hat sich geändert, eurer Meinung nach? Marco, du zuerst vielleicht? Auf jeden Fall hat sich die Laufbereitschaft geändert bei uns. Also vor ein paar Wochen sind wir noch alle gestanden. Keine Laufbereitschaft, keine Wege für die anderen geöffnet. Und daran haben wir gearbeitet. Jeder ist geil drauf, jeder will den Ball. Und das ist der Schlüssel zum Sieg. Sebastian, was meinst du? Was hat sich geändert? Also das, was der Borny sagt, stimmt natürlich. Was sich meiner Meinung nach auch noch gravierend verändert hat, ist, dass wir sind als Team viel enger zusammengerückt. Wir hatten nach der letzten Niederlage einen Mannschaftsabend. Ja, und so ein Mannschaftsabend kann manchmal Berge versetzen. Und man merkt das einfach, wie die Stimmung ist, wenn wir ins Training kommen. Wir sind hier wirklich wie eine große Familie. Und es macht momentan unglaublich Spaß, mit der Mannschaft zu trainieren, ins Training zu gehen. Jeder ist gut drauf. Und jeder hat aber auch genug Zug und Power, um dann am Wochenende seine Leistung zu bringen. Und ich denke, dass dieser Faktor auch noch eine extrem, extrem wichtige Rolle spielt. Das nächste Spiel wird bestimmt auch interessant. Nöttingen, Derby, ein interessantes Derby wahrscheinlich. Was meint ihr dazu? Ja, es wird natürlich absolut interessant. Nöttingen hat, soweit ich weiß, noch kein Spiel verloren. Die sind top drauf, die sind aus der Regionalliga abgestiegen und lassen sich da überhaupt nichts anmerken, haben den Schwung vom Bayern-Spiel mitgenommen. Wir sind momentan auch gut drauf. Wir gewinnen jetzt das 5. Spiel in Folge gerade. Und, oder 6. sogar, ich weiß gar nicht mehr, ja, 5. Spiel in Folge. Und von daher, denke ich, wird uns da nächsten Freitag ein packendes Spiel erwarten.
Und im Derby, ja, sind die Chancen wahrscheinlich immer 50-50, vielleicht 60-40, weil Nöttingen schätze ich da als Favorit ein. Da können wir uns auf ein gutes Spiel freuen. Marco, was meinst du, Nöttingen? Was glaubst du, was das für dich für ein Spiel wird? Ja, es wird natürlich ein sehr hartes Spiel und ich denke auch ganz Pforzheim, die Umgebung, die wartet auf dieses Spiel und die sind alle heiß drauf. Nöttingen ist heiß, wir sind heiß und ja, wir freuen uns drauf und mit Sicherheit ein Spiel, bei dem man über seine Grenzen gehen muss, aber wir sind bereit dafür. Sebastian, Marco, ich danke euch vielmals für das Interview und wünsche euch noch viel Erfolg. Dankeschön, bis bald. Danke.